Aversie, mai încet muzica. Dann möchte ich Frau Sandra Montano, die Übersetzerin der zwei Bücher begrüßen und natürlich auch Frau Sandra Popa und Simona Kessler, Frau Popa von Vivaldi Verlag und Simona Kessler von Kessler Agentur. Es ist eine große Ehre und Freude, dass die Präsentation der zwei Romane, Der Klavierstimmer und Nachflug nach Lissabon des Herrn Mercier im Schierhaus stattfindet. Ich möchte jetzt Frau Simona Kessler zum Wort kommen lassen. Stimate doamne și domn, bine ați venit la Casa Schiller. Oaspetele nostru de onoare, pe care am plăcerea să-l prezint, este domnul Pascal Mercier. De asemenea, vreau să salut pe doamna Sandra Munteanu, traducătoarea celor două cărți, și nu în ultimul rând, pe doamna Sandra Popa, de la Editura Vivaldi, și doamna Simona Kessler, de la agenția Kessler. Este deosebită onoare și bucurie pentru noi de a putea prezenta astăzi cele două romane ale domnului Mercier, Acordorul de piane și Trenul de noapte spre Lisabon. În continuare, aș dori să rog pe doamna Simona Kessler să ne spună câteva cuvinte. Bună seara și guten Abend. O să încep tot în germană și voi traduce, deși nu am nimic pregătit. Ich freue mich auf riesig, Herr Pascal Mercier in Bucharest willkommen heißen zu können. Wir sind zwar gewöhnt, viele unserer Autoren in Bukarest zu empfangen, aber meist sind es eher die kommerziellen Autoren, die nach Bukarest kommen. Aus der Druckreise bin ich nur am nimic scris. Deci mă bucur nespus să-i urez bun venit domnului Pascal Mercier și în mod deosebit, pentru că, deși noi suntem obișnuiți să primim mulți autori, sunt mai degrabă autori de factură comercială. Wieder zurück auf Deutsch. Als ich 2004 den Roman Nachtzug nach Lissabon vom Hansa Verlag erhielt, las ich ihn mit großer Begeisterung. Es geht nicht nur um die Thematik und Problematik, sondern in erster Reihe um die Sprache. Und damit will ich auch sagen, dass die Übertragung ins Rumänische von Frau Sandra Montano hervorragend ist. Wie heute bei einem Gespräch zu Mittag sage ich, es geht nicht nur um die Sinnübertragung, sondern um den Rhythmus des Textes. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in einer Übersetzung. În 94 am primit la agenție cartea romanul Trenul spre Lisabona de la Editura Hansa, l-am citit în germană, bineînțeles, și dincolo de problematică, de tematică, cel mai important element al romanului este limba. Și cu această ocazie vreau să o felicit pe doamna profesoară Sandra Munteanu, pe care o iubesc foarte mult, pentru transpunerea în limba română, nu numai a sensului, dar mai ales a melodicității și a acestei limbi extraordinare a lui Pascal Mercier. Și cu aceasta mulțumesc și tuturor care participă în această seară și dau cuvântul doamnei Sandra Popa. Editura Vivaldi are fericitul prilej de a îl prezenta pe scriitorul Pascal Mercier, autor al romanelor de mare succes, Trenul de noapte pe Lisabona, Acordorul de piane, apărute în limba română, în traducerea doamnei doctor Sandra Munteanu. Cu aceste două romane, editura noastră inaugurează o remarcabilă serie de autori, Pascal Mercier, care va continua în anul 2009 cu Tăcerea lui Berman și în anul 2010 cu romanul Lea. Bineînțeles,
aceeași traducere. Urându-i distinsului nostru astăzi, din Adonic, îi o rog pe doamna Sanda Munteanu să ne spună câteva cuvinte despre Pascal Mercier, scriitorul, omul și opera sa. Also, der Vivaldi Verlag hat heute die Ehre, den berühmten Schriftsteller Pascal Mercier vorzustellen. Der Autor der zwei erfolgreichen Romanen, Nacht nach Lissabon und Der Klavierstimmer, die in der Übersetzung von Frau Sanda Munteanu in Rumänien erschienen sind. Unser Verlag hat durch diese zwei Romane den Weg zu einer neuen Autorenserie eröffnet. In derselben Übersetzung werden im Jahr 2009 Perlmanns Schweigen erscheinen und im Jahr 2010 Lea. Wir wünschen unseren Ehrengast ein herzliches Willkommen und als nächstes lade ich Frau Sanda Munteanu zum Wort zu kommen. Ja, danke schön. Also, Herr Pascal Mercier wird selbst über seine Werke sprechen und sich an sie beteiligen. Deswegen würde ich gerne ein paar ganz persönliche Worte über den Autor und über sein Werk sagen. Es gibt Momente der Gnade, wo Autoren auf dem literarischen Bild erscheinen, die Entwicklung der Literatur beeinflussen und sogar nach einer anderen Richtung finden. Es gibt gerade Momente, wo man als Leser oder als Übersetzer die Gelegenheit hat, die Bekanntschaft zu machen mit solchen Autoren wie ihr Werk. Meine Begegnung mit Pascal Mercier's Werk hat einen Wendepunkt bedeutet. Ich habe manche Sachen des Lebens anders verstehen können. Ich habe über manches anders gedacht und ich habe in seinen Werken vieles von meinen eigenen Gedanken und Gefühlen wiederfinden können, ohne dass ich sie je einmal so formuliert hätte, wie sie der Autor formuliert. Beim Lesen von Pascal Merciers Werken weiß man gar nicht, was man zuerst bewundern soll. Die Struktur der Romane, die jedes Mal von älteren Formen ausgeht, aber erneuert wird, die Tiefe der philosophischen Gedanken, der psychologischen Analyse, die Meisterschaft der Darstellung und nicht zuletzt die kolossale, unvorstellbare Schönheit der deutschen Sprache. Ich habe es auch Ihnen gesagt und sage es auch Ihnen. Ich selbst habe seit Hoffmannsthal und Thomas Mann eine so wunderschöne deutsche Sprache nicht gelesen. Also ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie die Romane wenigstens in rumänischer Übersetzung lesen, denn das lohnt sich, die Bekanntschaft zu machen mit dem Ideenreichtum des Philosophen, Psychologen und Schriftstellers Pascal Mercier. Nun, în românește există momente de har când apar pe scena literară a unei țări scriitori de mare renume care înseamnă o cotitură în evoluția literară a momentului. Există și pentru cititori și pentru traducători momente de har când fac cunoștință cu opera unui scriitor și poate chiar cu scriitorul însuși. Pentru mine, întâlnirea cu opera literară a lui Pascal Mercier a însemnat o adevărată cotitură, un mod de a vedea alte lucrurile, mi-a deschis noi perspective și în opera sale am descoperit gânduri, idei, sentimente pe care eu însă le-am simțit de foarte multe ori, dar nu am avut niciodată posibilitatea să le formulez așa cum le-a formulat eu. Eu rog pe domnul Pascal Mercier să vorbească acum el personal despre el, despre opera lui și să mi se adreseze direct.
Ich bedanke mich sehr zunächst für diese Einladung nach Rumänien zu kommen. Und bevor ich weiterfahre, ist es vielleicht klug zu fragen, ob wir für alles, was ich sage, dann auch eine rumänische Übersetzung brauchen. Brauchen wir nicht? Nein. Nein? Nein. Gibt es irgendjemanden, der sagt, der das unbedingt möchte? Weil es sonst... Es ist so, wir werden... Da. Ja? Übersetzen? Okay. Gut. Dann... Also, erstmal vielen Dank für diese wunderbare Einladung nach Rumänien. Das ist eine sehr ungewöhnliche Einladung. Das ist etwas sehr Exotisches, wenn man für einen Schweizer, wenn er nach Rumänien eingeladen wird, weil seine Bücher übersetzt worden sind. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a veni în România. Pentru un scriitor străin, mai ales din Elveția, îndepărtată, este un moment cu totul deosebit, chiar puțin exotic, de a primi o invitație într-o țară până acum complet necunoscută. Ich glaube, ich habe großes Glück gehabt, sowohl mit dem Vivaldi-Verlag als auch mit der Übersetzerin. Denn sehen Sie, diese Bücher sind einfach sehr schön gemacht. Ja, cred că am avut un mare noroc atât cu editura Vivaldi, care a preluat editarea lucrărilor mele, cât și cu persoana traducătoare. Și vă rog numai să priviți aceste cărți care sunt foarte, foarte frumoase. Und ich kann natürlich nicht direkt beurteilen, wie die Übersetzung ist, weil ich kein Rumänisch kann, aber ich habe über die Monate immer wieder Fragen von Frau Mondeanu bekommen. Und aus diesen Fragen kann ich schließen, wie genau sie verstanden hat, was ich geschrieben habe, und wie genau die Übersetzung sein würde, sodass ich einfach sicher bin, was die anderen schon bestätigt haben, dass auch nicht nur der Verlag ein Glücksfall war, sondern auch sie selbst. Jetzt muss sie das auch noch übersetzen. Ja, bineînțeles că nu pot să apreciez calitatea traducerii, fiindcă nu cunosc limba română. Dar, ținând seama de toate întrebările și de toate discuțiile pe care le-am avut cu doamna Munteanu despre o serie de amănunte și aspecte ale acestei cărți, aș confirma ceea ce au spus antevorbitorii despre calitatea ei. Ok. Ich werde Ihnen schnell sagen, wie der Ablauf sein wird. Ich werde kurz in einigen Sätzen zunächst über dieses Buch etwas sagen, über das Thema, über die Frage, die mich beschäftigt hat. Ja, voi spune câteva cuvinte pe lângă despre cele două cărți, deocamdată despre prima carte, Papordorul de piane, și anume despre tematică și problemele care m-au preocupat. Dann werden Sie und ich zwei Stücke aus diesem Buch lesen, zwei kurze Stücke, jeweils zunächst Deutsch, German und dann Rumänisch. Und dann machen wir dasselbe mit dem zweiten Buch. Urmate de lectura acelorași fragmente în traducere română, după care vom proceda la fel cu romanul Trenul de noapte spre Lisabona. Ok, also zuerst dieses Buch. Deci începem cu Papordorul de piane. Dieses Buch hat zwei Themen und die beiden Themen waren zunächst unabhängig voneinander in meinem Kopf.
Deci această carte prinde două teme, iar aceste două teme au existat în mintea mea la început, independent una de alta. Das erste Thema ist die Frage, was bedeutet es für unser Leben, sein Unglück oder sein Glück, dass wir dieses Leben unter den Augen und unter dem Blick der anderen führen müssen. Deci prima temă se axează pe întrebarea ce înseamnă pentru noi faptul că se petrece viața noastră sub privirile celorlalți oameni. Das ist ein ganz großes Thema in der Philosophie, ein Thema, das ich kennengelernt habe in der Philosophie des französischen Philosophen Jean-Paul Sartre. Problemele filozofice pe care le-am cunoscut în studiile mele filozofice și care apare în opera filozofului francez Jean-Paul Sartre. Es ist bei mir immer so, dass ich zunächst ein solches Thema habe und eine Erfahrung und dann erfinde ich Figuren und einen Plot, um diese Erfahrung zur Sprache zu bringen. Und deshalb habe ich als eine Figur für dieses erste Thema einen Mann erfunden, den Klavierstimmer, der den Traum hat, die Sehnsucht hat, dass er Opern schreiben könnte, die dann aufgeführt werden und von denen das Publikum denkt, dass sie gut sind, dass sie groß sind, dass man Applaus spenden kann. Also die Anerkennung. Din cauza aceasta am inventat figura care este obsedat de dorința de a ajunge compozitor de opere, adică un compozitor care să prezinte pe scenă opere urmate de succes, de recunoaștere a publicului, de încercare din partea publicului. Er macht also etwas sehr Gefährliches. Er macht sein Glück abhängig vom Applaus der anderen. Und nicht nur er macht dieses Gefährliche, sondern wir machen es alle. Und die Figur wird dann so entwickelt, dass der Applaus und die Anerkennung wegbleiben. Figura evoluează în așa fel încât aplauzele, recunoașterea din partea publicului lipsesc. Nu vin. Und es hat mich dann interessiert, was mit diesem Menschen passiert. Ceea ce m-a interesat este să văd ce se întâmplă cu un asemenea om în asemenea situație. Das ist das erste Thema. Aceasta e prima temă. Das zweite Thema, das zunächst davon unabhängig in meinem Kopf war, ist das Thema der Intimität. Aceasta este prima temă, a doua temă care a existat independent în gândirea mea, este tema incestului. Ich habe es immer schwierig gefunden zu wissen, wie man es mit der Nähe und der Intimität zwischen den Menschen macht. Man kann da sehr viele Fehler machen. Und ich habe es immer schwierig gefunden zu wissen, was da richtig ist. Mi s-a părut totdeauna un dificil să urmăresc ce se întâmplă în relațiile dintre oameni cu intimitatea dintre ei. Și mi s-a părut totdeauna foarte dificil să afli și să urmărești acest lucru. Und um dieses zweite Thema zur Sprache zu bringen, habe ich zwei Zwillinge erfunden, die
lange Zeit, viele Jahre, leben, als würden sie gar nicht getrennte Leben führen, sondern vermischte Leben. Și pentru în acest scop am creat figurile a doi gemeni care timp de ani îndelungați trăiau de parcă nu ar fi separați, ci ar forma o entitate unică. Und es hat mich dann interessiert herauszufinden, was in der Seele dieser beiden Kinder passieren muss, damit sie seelisch gesprochen zwei Individuen werden. Ja, interessant, să văd ce se întâmplă în sufletele acestor gemeni, pentru ca până la urmă să poată deveni doi oameni din unul singur cât se simțiseră inițial. Das waren also die zwei Themen, Erfolg und Intimität. Deci acestea au fost cele două teme, succesul și intimitatea. Und ich habe sehr lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, warum ich diese beiden Themen in einem einzigen Roman vereinen wollte. Da, și mi-a trebuit mult timp până am ajuns la o concluzie în ceea ce privește combinarea, împletirea acestor două teme în cadrul aceluiași roman. Und ich habe dann verstanden, dass diese beiden Themen, die so verschieden zu sein scheinen, eben diese eine Gemeinsamkeit haben, die Frage, was der Blick der anderen mit uns macht. Și după câtva timp mi-am dat seama că ceea ce stabilește o linie de legătură între aceste două teme este întrebarea ce asta ce de blick. Was der Blick der anderen mit uns macht. Da. Ce face privirea celor din afară cu noi, cu evoluția noastră. Und so ist dann die Struktur des Buchs entstanden. În felul acesta a luat naștere structura. Die beiden Kinder, die beiden Zwillinge, beschließen für sich aufzuschreiben, wie sie ihr gemeinsames Leben erlebt haben. Und der Prozess des Aufschreibens, also das Bilden der Worte, ist das Instrument, um eine eigene seelische Identität auszubilden. Procesul scrierii, notării în scris, intervenția limbei este instrumentul care îi ajută să ajungă la o clarificare sufletească. Und das Buch ist dann so aufgebaut, es gibt zunächst, die beiden Kinder heißen Patrice und Patricia. Und das Buch fängt an mit einem Heft, ich weiß nicht, Heftnotizbuch des jungen Patrice. Dann kommt ein Heft von Patricia, dann kommt das zweite Heft von Patrice, das zweite Heft von Patricia und so weiter, siebenmal. Ja, deci în felul acesta a luat naștere structura cărții, care constă de fapt din șapte perechi de caiete. Caietul lui Patrice urmat de caietul lui Patricia, caietul al doilea lui Patrice urmat de caietul al doilea a Patriciei, până la șapte caiete în total. Und für den Leser bedeutet das, dass er wechselt zwischen der Perspektive des Jungen und der Perspektive des Mädchens. Und das, was geschehen ist in dieser Familie mit dem Klavierstimmer und seinem Misserfolg, setzt sich im Kopf des Lesers langsam aus diesen Heften zusammen. Și în felul acesta, cititorul urmărește ce s-a întâmplat, odată din perspectiva băiatului, odată din perspectiva fetei, și în felul acesta ia naștere istoria întregii familii cu tot ceea ce a determinat evoluția lui. Wichtig
Das hat Frau Kessler schon gesagt. Wichtig ist, dass ein Teil des Inhalts des Buches durch die Form transportiert wird. Important este aspectul acesta, că o parte din carte este transpusă prin formă. Das ist die Definition eines literarischen Textes. Ein literarischer Text ist ein solcher, in dem der Inhalt teilweise durch die Form transportiert wird. Deci aceasta este caracteristica textului literar, și anume că o parte din conținut este transportat prin formă. So, und jetzt hören wir zunächst den Vater der beiden Zwillinge, das ist der Klavierstimmer, erzählen, wie er zur Musik gekommen ist. Deci, pentru moment, voi da citire cronometrului în care tatăl, adică Frederic, acordonul de piane, își amintește cum a ajuns el la muzică, cum a descoperit muzică. Und wie gesagt, Sie achten jetzt auf den Rhythmus der Sätze. Und der Rhythmus der Sätze ist Ausdruck des Charakters des Klavierstimmers. Atenție la ritmul propozițiilor, fiindcă ritmul propozițiilor este expresie a caracterului personajului. Und zuerst hören Sie den Text auf Deutsch und dann hören Sie ihn auf Rumänisch. Lectura în germană, normal, lectura traduce în germană. Ich glaube, es sollte jetzt eine Hintergrundmusik gespielt werden. Und ich glaube, es sollte Chopin sein. Ich warte jetzt noch einen Moment. Und er erinnert sich an seine Jugend im Heim. Genau. Im Aufenthaltsraum des Heims, in das sie mich gesteckt hatten, gab es ein Klavier. Es war uns verboten, den Deckel über der Klaviatur aufzumachen. Der Heimleiter nämlich, Gigax mit Namen, Urs Gigax, betrachtete das Klavier als sein Eigentum, was es nicht war. Das hatte ich schon in den ersten Tagen herausbekommen, als ich in die Küche abkommandiert wurde, wo man Gigax nicht mochte. Das Klavier also stand meistens unbenutzt in der Ecke. Nur während des spärlichen Musikunterrichts und am Samstagabend, jeden Samstagabend, wurde darauf gespielt, und zwar von Gigax, Urs Gigax, dem Heimleiter, der größten Wert darauf legte, mit Herr Direktor angesprochen zu werden. Was ich nie getan habe, nicht ein einziges Mal. Von mir aus nämlich habe ich ihn überhaupt nicht angesprochen. An meinem ersten Samstagabend im Heim spielte Gigax wie immer seine heimatlich kitschigen Melodien. Ich habe sofort gehört, dass das Klavier verstimmt war. Das Wort verstimmt kannte ich noch nicht, deshalb sagte ich, die Töne sind falsch. Gigax, der mich, den Verstockten, von Anfang an nicht mochte, verstand es als Kritik an seinem Spiel und war zutiefst gekränkt. Nicole, die Betreuerin, versuchte auszugleichen, indem sie mir die richtigen Worte beibrachte. Verstimmt und disaccordé. Das Klavier ist verstimmt, sagte ich nun bei jeder Gelegenheit. Bis ich merkte, dass alle darauf warteten, weil sie wieder diesen Kampf zwischen mir und Gigax sehen wollten. Da sagte ich es auch trotz nicht mehr. Alle drehten sie sich zu mir um und warteten. Doch ich schwieg nur und lächelte. Dieses Lächeln, Gigax hasste es aus ganzer Seele. Es sei das arroganteste Kinderlächeln, das er kenne, sagte er vor versammelter Mannschaft.
wieder war es Samstagabend. Nicole hatte ihren Cousin Pierre mitgebracht, einen blinden Klavierstimmer. Kaum hatte Giga sein paar Töne angeschlagen, da rief Pierre aus: Mon Dieu, ist dieses Klavier verstimmt? Ich kann den Triumph, den ich bei diesen Worten empfand, nicht beschreiben. Es gibt dafür keine Worte. Alle drehten sie sich um und sahen mich an. Ich ging nach vorn, stellte mich neben das Klavier und sah Gigax an. Unentwegt sah ich ihm in die Augen, bis er den Raum mit rotem Kopf verließ. Die Geschichte machte im ganzen Heim die Runde. Plötzlich war ich für die anderen jemand. Versteht ihr? Ich war jemand. Über meine Langsamkeit im Unterricht lachten sie mit einem Mal nicht mehr. Gigax sah zu Boden, wenn er mir auf der Treppe begegnete. Er schikanierte mich nur noch hinterrücks, nicht mehr vor aller Augen. Einige Tage später kam Pierre, um das Klavier zu stimmen. Es war ein sonniger Herbsttag, Bündel von Sonnenstrahlen durchschnitten den Staub. Mich haben sie geblendet. Ich musste ihnen ausweichen. Pierre, auf dessen Gesicht sie einfielen, reagierte überhaupt nicht. Die Strahlen konnten ihm nichts anhaben. Es war, als prallten sie an ihm einfach ab. Da hatte ich plötzlich den Eindruck zu verstehen, was das ist. Blind sein. Eingeschlossen sein. Geschützt und eingeschlossen zugleich. Pierre war der erste blinde Mensch, den ich kennenlernte. Ich habe ihn gefragt, wie es vor den Augen sei. Ob es ganz dunkel sei. Es war etwas sehr Sanftes in seiner Stimme, wenn er über seine Blindheit zu mir sprach. Er erzählte mir, wie wichtig die Welt der Töne werde, wenn man nichts mehr sehe. Und wie neu diese Welt auf einmal klinge. Übrigens auch, wie das Gesicht zu einem Sinnesorgan werde, wie es auf Wärme und Luftzug reagiere und überhaupt auf die Gegenwart von etwas. Dass da ein Gegenstand ist, das fühlst du mit dem Gesicht, sagte er. Ab und zu, während er sprach, lächelte Pierre. Später habe ich ein Foto aus seiner Zeit gesehen, als er das Augenblick noch besaß. Er hatte ein wunderbar offenes, ausgelassenes Lachen. Laut Sophie, seiner Frau, konnte er damit jede Frau auf der Stelle erobern. Dieses Lachen war verstrickt in das Lachen anderer. Das spätere Lächeln dagegen, Pierre konnte nicht mehr damit rechnen, auf einem anderen Gesicht eine für ihn sichtbare Antwort zu bekommen. Es war ein einsames, nach innen gewandtes Lächeln. Pierre drehte mit dem Schlüssel an den Stimmwirbeln, schlug die Akkorde an, korrigierte noch einmal. Dabei schloss er die Augen wie ein Sehender, der sich auf Töne konzentriert. Ich war gefangen genommen von dem Erlebnis, dass er mit dem Ton genau, wirklich ganz genau dann zufrieden war, wenn auch ich es war, wenn auch ich zur Ruhe kam, was diesen Ton anlangte. Einmal dann, als der Ton richtig war, sagte ich: Jetzt. Pierre wandte mir leicht den Kopf zu und lächelte dieses sonderbar einsame Lächeln. Stimmt genau, sagte er. Wollen mal sehen, ob du es noch ein zweites Mal triffst. Ich machte es richtig. Wieder war es das Lösen einer Spannung, wenn der Ton endlich saß. Es wurde ein Spiel, oder nein, es war das Ernsteste, was ich in meinem Leben bisher erlebt hatte. Ich zitterte vor Aufregung. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, etwas zu können, wirklich zu können. Eine Fähigkeit zu besitzen, die nicht jeder besaß und mit der man jemanden in Erstaunen versetzen konnte. Und das Verrückte daran: Ich brauchte gar nichts dazu zu tun. Ich konnte es einfach, es war in mir drin, ein Teil von mir. Diese Leichtigkeit, sie bildete einen wunderbaren Gegensatz zu der Anstrengung, die mich das Wort damals kostete. Pierre und Sophie, also der Klavierstimme und seine Frau, haben mich auf ganz unterschiedliche Weise in die Musik eingeführt. Sophie durch ihre nüchterne, am Handwerklichen orientierte Art.
Sie bestand darauf, dass ich die Dinge von Anfang an lerne. Dutzende von Malen habe ich den Spruch gehört, dass man nicht tanzen könne, bevor man gehen gelernt habe. Sophie, das waren die Etüden. Pierre dagegen, das war die Musik. Wie gesagt, er war kein guter Pianist, eigentlich sogar ein ziemlich schlechter. Aber die Art, wie er mit seinen halbgeschlossenen, blinden Augen dasaß, eingeschlossen ins Dunkel und einer Melodie lauschte, es hatte etwas unglaublich Eindringliches. Jetzt ging es um die Seele und um nichts sonst. Es hatte etwas von einem Heiligtum. In solchen Momenten habe ich ihn sehr geliebt, so sehr wie niemanden vor oder nach ihm. Und zu dieser Liebe gehörte der Schmerz über seine Dunkelheit und die Dankbarkeit dafür, dass er mir diese neue Welt gezeigt hatte. Ich wäre für ihn durchs Feuer gegangen. Sophie zeigte mir etwas ganz Neues, Noten. Sie sahen bedeutsam aus wie eine Geheimschrift. Unter der Bettdecke, beim Licht einer Taschenlampe, lernte ich nächtelang alle Notenschlüssel auswendig. Dabei stellte ich mir vor, dass außer Pierre und Sophie nur ich diese Schrift lesen könne. Sophie hatte die Angewohnheit, Noten ins Konzert mitzunehmen, Taschenpartituren, dicke, dunkelgelbe Heftchen. Eines Tages nahm sie mich in eine Oper mit. Es war Un ballo in maschera. Von der Handlung verstand ich so gut wie nichts, die Aufführung war in italienischer Sprache. Aber etwas so Schönes, etwas, das so tief in mich hineinsank, hatte ich vorher noch nie erlebt. Die Bühne, die hinter dem Vorhang in unglaublich kurzer Zeit vollkommen umgebaut werden konnte. Das Orchester im Graben, die Bewegungen des Dirigenten, die Kostüme, die Tatsache, dass auf die Dialoge gesungen wurden. Aber was das Unglaublichste war, wenn das Orchester Anlauf nahm und eine musikalische Bühne baute, auf der dann die Arien anhoben. Erst sehr viel später ist mir bewusst geworden, dass ich mit größter Erregung die besondere, erwartungsvolle Stille im Publikum fühlte, wenn wieder ein solcher Anstieg zu einer bekannten Arie kam. Dann der frenetische Beifall, wenn einer dieser Arien zu Ende war. Das hatte ich nicht erwartet und nicht für möglich gehalten, dass Menschen so begeistert sein können. Mit brennendem Gesicht saß ich dort im Dunkeln und fühlte einen Gedanken, den zu denken, ich mir noch viele Jahre lang nicht zutraute. Auch ich würde so etwas komponieren und am Ende würde auch ich vorn auf der Bühne stehen, mitten im tosenden Beifall von den Rängen. In einem wahren Fieber bin ich aus der Vorstellung hinausgegangen, stumm vor Aufregung, so dass Sophie mich neugierig musterte. Von diesem Fieber habe ich mich nie mehr erholt. Pensare amare della comune mandare un esiste esistò un piano nella interdizione di tanta parte tra cui Chamonet diretto in comune non mi chiede infine l'esile con cui si è intenduto a un periodo di vita cui era del nuovo simpatizzato. Deci, piano statale di cui ne ho utilizzato un polso di potere. Se contava io un doar cu ocazia lezilor pe care de muzică și sâmbătă seara. În fiecare seară de sâmbătă se cânta la el, adică mai bine zis Gigax cânta, Urs Gigax, directorul căminului. În prima seară de sâmbătă petrecută de mine acolo, Gigax și-a interpretat ca de obicei melodiile seara că pianul este dezacordat. Necunoscând încă termenul dezacordat, aduceau toți spre mine așteptând. Dar eu tăceam, mulțumindu-mă să zâmbesc. E Pierre, un acordur corp. După prinderea corpului ale lui Gigax, Pierre exclamă, nu-mi greu cât de dezacordat este pianul acesta. Nici nu pot descrie triumful resimțit de mine la auzul acestei observații. Nu există în față și m-am postat lângă pian, uitându-mă fix la Gigax.
fiind într-o dată cineva pentru ceilalți, mă înțelegeți? Eram și Gigax se uita în jos când îl întâlneam pe scări. Nu mă mai șicana decât pe ascuns, nu îl văzut tuturor. Pierderea nu reacționă, deși îi cădeau pe față. Razele soarele nu îl puteau deranja, de parcă ar fi ricoșat când ajungea, protejat și claustrat în același timp. Pierre a fost primul orb pe care l-am cunoscut. L-am întrebat, este în fața ochilor săi întuneric? Vocea de vedere m-a făcut să înțeleg ce importanță uriașă îi revine lumii sunetelor când nu mai vezi nimic și cât de nouă pare această lume când îl sună. Îmi explică de asemenea că fața devine un organ de simț, reacționând la lor săi era încă intactă. Avea un mod de a râde minunat, deschis, deslănțuit. După spusele soției sale, Sofie, reușea să cucerească pe loc orice femeie cu acest râs. Râsul lui se împletea cu râsul celorlalți. În schimb, surâsul de mai târziu, Pierre nu mai putea spera să citească pe fața altuia un răspuns vizibil și pentru el. Era un surâs însingurat, interiorizat. Pierre răsucea cu cheia cuiele de acordaj, încerca acordurile, corecta apoi încă o dată. Închidea ochii în tocmai ca un om care vede, dar se concentrează pe sunete. M-a fascinat să constat că îl satisfăcea rezonanța unui ton exact atunci, dar într-adevăr exact atunci când mă satisfăcea și pe mine. Adică în momentul când mă silinișteam și eu la auzul acelui ton. Odată, când tonul mi s-a părut corect, am spus, acum! Pierre zâmbi, acel zâmbet ciudat, însingurat, așa este, îmi spuse, să vedem dacă o mai nimerești odată. Am nimerit, am simțit din nou că în clipa în care tonul era corect, încordarea mea se risipea și mă relaxam. Un joc, dar nu, era cel mai serios lucru pe care îl trăisem în viața mea de finanță. Și cel mai colosal lucru, nu trebuia să fac absolut nimic, pur și simplu mă pricepeam. Aptitudinea rezida în mine. Era abilitate contrasta admirabil cu efortul depus de mine pe vremea aceea pentru mânuirea cuvintelor. Pierre și Sophie m-au introdus în universul muzicii, fiecare în felul său. Sophie într-o manieră pragmatică, orientată spre aspectul meșteșugăresc. Ea insistă să o iau de la început. Am auzit de zeci de ori că nu pot dansa înainte de a ști să umblie. În schimb, Pierre însemna muzica adevărată. După cum am spus, nu era un pianist bun, mai degrabă destul de slab. Dar modul în care stătea la pian cu ochii foarte pe jumătate închiși, claustrat în întuneric și ascultând o melodie, avea ceva incredibil de convingător, în nuanță de sacralitate. L-am iubit foarte mult în asemenea momente, mai mult ca pe oricine altcineva înaintea lui sau după el. Această iubire se împletea cu durerea generată de întunericul în care trăia, dar și cu recunoștința pentru faptul că mi-a dezvăluit o lume nouă. Aș fi trecut prin foc pentru el. Cu unei lanterne de buzunar am învățat nopți în șir pe de jos toate cheile muzicale. Și imaginam că în afară de Pierre și Sophie, eu eram singurul care știa să descifreze această scriere. Sophie avea obiceiul să aducă la concerte și notele muzicale, partituri de buzunar, caietele groase, galben închis. Într-o zi, atât de adânc în sufletul meu, scena care putea fi rearanjată în spatele cortinei în timp inimaginabil de scurt, orchestra din fosă, gestica dirijorului, costumele, faptul că și adânc, construind un fond muzical, iar de acestea erau intonate ariile. Mi-am dat mult mai târziu seama că urmăream cu cea mai mare agitație liniștea plină de încordare care învăluia publicul când fondul orchestral se amplifica iarăși până începea o nouă arie cunoscută,
iar apoi aplauzele frenetice la finele uneia din aceste cauze. Nu mă așteptasem la așa ceva și nici nu crezusem că este posibil ca oamenii să poată fi atât de entuziasmați. Ședeam pe întuneric cu obrajii împietrântați, simțind că de mine se împiritează un gând pe care nu am îndrăznit încă mulți ani să-l gândesc. Voi compune și eu, iar la sfârșit voi apărea și eu acolo, sus, pe scenă, înconjurat de aplauze răsunătoare ale balcoanelor. Eram... Jetzt können Sie sich vorstellen, was für ein Drama sich entwickelt, wenn die Sehnsucht des jungen Pianisten, des jungen Klavierstimmers, nicht erfüllt wird. Da, și acum încercați să vă imaginați ce dramă are loc atunci când dorința tânărului patrist nu-și găsește îndeplinirea. Die dem zweiten Thema gilt, der Intimität. Es spricht die Schwester Patricia und sie erzählt, wie es zu dem magischen Moment der inzestuösen Liebe gekommen ist. Are cuvântul Patricia, sora, care își amintește de o scenă în care se arată cum evoluează sentimentele care duc la incest. Und bitte achten Sie darauf, dass jetzt der Rhythmus der Sätze und die Wortwahl eine ganz andere sind als vorher. Vă rog să urmăriți atât ritmul propozițiilor, cât și alegerea lexicului sunt cu totul altele. Wir haben nie darüber gesprochen, sagt sie zum Bruder. Doch wir wissen beide, dass es einen Vorboten gab. Es war an einem Abend im Januar, als wir den Onkel Vanya gingen. Ich stand vor dem hohen Spiegel im Entree und dachte gerade, dass der Kragen des neuen Mantels viel zu groß sei. Da sah ich dich herunterkommen in deinem wiegenden Gang, von dem du nichts zu wissen scheinst, obwohl darüber in der Schule manchmal getuschelt wurde. Du trugst das schwarze Veston über einem weißen T-Shirt und um den Hals hattest du den weiß glitzernden Schal geschlungen, den wir dir bis zur Hüfte hinunterreichten. Dein Schritt stockte, als sich unsere Blicke im Spiegel trafen. Es war ein Stocken wie bei einem Anblick, der in Verlegenheit bringt. Dann nahmst du einen neuen, erstaunten Anlauf des Sehens und ein Lächeln erschien in deinem Mundwinkel, wie ich es noch nie auf deinem Gesicht gesehen hatte. Ich klappte den hohen Kragen herunter, den ich aufgestellt hatte, um die Frisur gegen Schnee und Wind zu schützen. Dein Schritt war zögernd, als du hinter mich tratest, mir den Kragen sanft auf die Schultern drücktest, das Haar anhobst und den Nacken mit den Lippen berührtest, flüchtig, verstohlen. Unsere Blicke trafen sich, wir mussten jetzt wieder zum Augenblick zurückfinden und taten es sehr schnell. Du lachtest, dabei das Gefährliche an der Episode durchstreichend, abstreitend und doch auch aufbewahrend in diesem Lachen. Ich werde es nie vergessen, dieses Lächeln, mit dem du uns beide über den heiklen Moment hinübergerettet hast. Ich weiß nicht, ob ich auch gelacht habe, es ist wie ein kurzer Filmriss. Ich klappte den albernen Kragen wieder hoch. Und dann waren wir draußen im Schneegestöber, du hast auf die Uhr gesehen und mich angetrieben, wie jahrelang jeden Morgen, wenn wir zur S-Bahn hetzten. Diese Schulzeitgewohnheit, sie half uns, auch vor uns selbst zu tun, als sei der Blick im Spiegel nicht gewesen. Wir saßen in der S-Bahn wie hunderte von Malen zuvor und taten, als sei es nicht wahr, dass zwischen uns mit einem Mal alles anders war. Ich habe jenen Mantel nie mehr getragen, damit ich deine Lippen nicht mehr auf meinen Nacken spürte. Eine Weile hing er noch im Schrank, dann brachte ich das einmal getragene Ding zum Roten Kreuz. Du hast mich mit der Tüte gesehen und kein Wort gesagt. Dass wir auch diesen gefährlichen inneren Schritt zeitgleich taten,
einen Tick, nur einen winzigen Tick, war ich früher, wie fast immer in solchen Dingen. Denn wäre da nicht schon etwas in meinem Blick gewesen, als du herunterkamst, ein Glitzern, eine Bereitschaft, ich weiß nicht. Du wärst heruntergekommen, wie sonst auch. Vielleicht hättest du eine spöttische Bemerkung über meine Haarspange gemacht, mehr nicht. Du hättest nicht so gelassen, dass sich dein eigener Blick vor dem meinen entzündete. Dafür, weil ich für dich zu, ich weiß nicht, jedenfalls hättest du das niemals zugelassen. Nein, wir wären hinausgegangen, wie sonst auch. Tschechows Stück war an jedem Abend anders als sonst. In uns beiden, denke ich, kreiste die Frage, ob wir unsere wechselseitigen Blicke aus Wunschdenken heraus missdeutet hatten. Ich jedenfalls schloss während der Vorstellung stets von Neuem die Augen und versuchte mit aller Macht, das genaue Bild von dir herauf zu beschwören, das ich gesehen zu haben meinte. Jedes Mal, wenn ich es vor mir hatte, war ich noch mehr als beim vorigen Mal hin und her gerissen zwischen den Deutungen. So saß ich neben dir, jede Berührung vermeidend, auch die harmloseste und zufälligste, und zwischen uns stand der Gedanke an die größte Nähe, ein Gedanke, der uns voneinander wegtrieb, wie noch nie etwas zuvor, denn er war undenkbar. Eine neue Zeit hatte begonnen, ohne dass wir uns eingestehen konnten. Wir hatten immer zu schweigen verstanden, besonders in Theaterpausen. Für bildungsberühmliches Geschwätz über Theater hatten wir nur Verachtung übrig. So schwiegen wir auch damals. Doch schien es mir nicht unser übliches Schweigen zu sein. Wir taten genau dasselbe wie immer. Im Innern aber war es ein anderes Schweigen. Auch an unseren Blicken war etwas anders. Eine neue Scheu und Zurückhaltung lag darin. Keiner wollte die unverfängliche Zärtlichkeit des Blicks wagen, die weit in die Kindheit zurückreichte. Wir wollten sie nicht riskieren aus Furcht, uns durch einen Blick zu verraten, in dem auch Verlangen gestanden hätte. Von jenem Abend an herrschte für ein halbes Jahr banges Warten und verleugnete Vorfreude. Wir wussten, dass es nicht passieren durfte und doch passieren würde. Auch in den Monaten, wo die Dinge ohne spürbares Gefälle auf das Verbotene zuverliefen und wo wir uns mit der gewohnten Vertrautheit begegneten, auch in jenen Monaten geschah etwas. Es war, als kochte die Zeit. Alles, was geschah, war von der erstaunten Wahrnehmung geprägt, dass die Versuchung sich so weit hatte zurückdrängen lassen. Und dann verlor ich auf dem Abiturball den Schuh. Ohne aus dem Rhythmus zu geraten, kümmerst du dich, um ihn mir wieder anzuziehen. Es war ein Meisterstück des Gleichgewichts. Ich bewunderte es umso mehr, als du es vor aller Augen vollbrachtest, denn inzwischen standen alle um die leere Tanzfläche herum und sahen den Zwillingen zu, die zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zusammen tanzten. Du führtest meinen Fuß zurück in den Schuh. Die Bewegung wird von außen nüchtern und zweckmäßig ausgesehen haben. Und doch veränderte sie die Welt. Die Wärme deiner Hand, die sanfte Festigkeit des Griffs, sie werden mir für immer unvergesslich bleiben. Unsere Blicke ertranken ineinander, als du wieder oben warst. Nein, dieses Mal konnte es kein Missverständnis sein. Auch im Januar war es keines gewesen, das wussten wir in diesen Sekunden. Und als wir uns nachher bei rauschendem Applaus Hand in Hand verbeugten, waren meine Hände schweißnass in den weißen Handschuhen. Noch heute bin ich erstaunt über das Paradox, dass es der Blick der anderen war, unter dem wir unsere neue, verbotene Nähe besiegten. Irgendjemand muss uns nach Hause gefahren haben, alles andere hatte ich bereits vergessen, als wir den dunklen Ort her aufeinander zugingen. Im Lichtschein, der durch das Glas über die Tür hereindrang, sah ich das schweißnasse Haar auf deiner Stirn und den weißen Schal. Bei Gelegenheiten wie diesen trugst du ihn immer, sommers und winters. Er galt als dein Markenzeichen. Jetzt schlangst du ihn um mich. Fanfaron, sagte ich, bevor sich unsere kalten, zitternden Lippen vermischten. Es war das schönste Wort, das mir in jedem Augenblick einfiel.
oglinzi înalte din vestibul și mă gândeam tocmai că durerul pantolului nou este prea mare. În clipa aceea te-am văzut coborând scările cu mersul tău legănat, despre care se pare și nu stai seama, deși la școală este unor comentat. Îmbrăcase vestonul negru peste un tip alb, iar în jurul butului îți înfășurase șalul alb sclipitor care îți ajunge până la șoldă. Te-a oprit o clipă când privirile noastre s-au întâlnit în oglindă. Așa cum se oprește cineva când vede ceva ce îl pune în încurcătură. Apoi, privirile tale au luat un nou amânt uimit, iar în colțurile gurii a înflorit un zâmbet pe care nu ai văzuse niciodată la tine. Poate oglinda este de vină, mi-am spus. Firește, fără să cred că este așa. Am îndoit iar budelul pe care îl ridicase mai înainte pentru a-mi proteja frizura de zăpadă și plin. N-am idee din ce cauza am procedat așa sau că habana. Te-ai apropiat de mine cu pași șovăitor, mi-ai apăsat budelul pe gâner, mi-ai ridicat părul și mi-ai atins cu buzele ceafa, pe furiș, din gravă. Privirile noastre s-au încrucișat. A trebuit să regăsim vechile priviri ceea ce am făcut în clipă. Tu ai început să râzi, neutralizând în felul acesta periculozitatea episodului, contestând-o și conservând-o totuși în acest râs. Nu voi uita niciodată acest râs, grație căruia am reușit amândoi să trecem mai ușor peste momentul delicat. Nu mă amintesc dacă am râs și eu. Pelicula înregistrează aici o ruptură. Mi-am ridicat iarăși gulerul stupid și apoi am ieșit în biscor. Te-ai uitat la ceas și m-ai rugat să mă drobesc, în tocmai cum ai făcut ani de zile în fiecare dimineață când goneam spre Esban. Acest obicei din timpul școlii ne-a ajutat să ne prefacem și să reacționăm chiar și în corul nostru interior, de parcă privirea din oglindă n-ar fi existat. Am luat loc în Estal ca de sute de ori până atunci, comportându-ne ca și cum n-ar fi fost adevărat că, dintr-o dată, între noi, nimic nu mai era așa cum fusese până atunci. N-am mai îmbrăcat după aceea mantoul respectiv, ca să nu mai simt buzele tale pe ceafa mea. Câtva timp l-am lăsat încă în dulapul de haine, acum l-am predat la Crucea Roșie. M-ai văzut când am plecat cu sacoșa, dar n-ai spus niciun cuvânt. Și iată că am făcut simultan și acest pas lăuntric periculos. Te-am devansat însă cu o frântură de secundă. Doar cu o frântură intimă, ca aproape de fiecare dată în asemenea situații se vedea avea. Pentru așa ceva eram pentru tine prea, nu știu cum, în orice caz, n-ai fi pe lumea aceea altfel ca altădată. Cred că în noi amândoi se rochea cauza dorinței care se rășurea la pentru în fiecare din noi. Eu, cel puțin, mi-am închis. De câte ori aveam impresia că am reușit, eram și mai scușinată între posibilele interpretări decât fusese la început. Cedeam lângă tine, evitând orice atingere, chiar și pe cea mai nevinovată și încurcătoare, în timp ce între noi doi prindea contul ipoteza că, fără să ne putem mărturisi unul altuia așa ceva. Știuse întotdeauna să tăcem, mai ales în pauzele de la teatru. Disprețuiam amândoi comentariile superficiale despre teatru ale unei vizii chipurile cultivate. Prin urmare, am tăcut și atunci, că era vorba despre o altă tăcere și privirile noastre erau schimbate. Ele exprimau acum teamă și rezervă. Nici unul din noi nu îndrăznea să afișeze acele priviri tandre, inofensive, care ajungeau până departe în copilăria noastră. Nu voiam să le riscăm de teamă că o nuanță a lor ar fi putut trăta și dorință. Următoarea jumătate de an de după acea seară a fost dominată de o așteptare angoasată și o bucurie anticipativă nemărturisită. Știam că nu este bine să se întâmple nimic, dar că se va întâmpla cu toate acestea. Relațiile dintre noi păreau să indice apropierea obișnuită, deci chiar și în acele luni se întâmpla ceva.
de parcă timpul ar fi încetit să fiarbă. Tot ce se întâmpla era marcat de constatarea uimită că tentația a putut fi înrușită în asemenea măsură. Iar apoi mi-a căzut din picior pantoful în timp ce dansam la balul de după bacalaureat. Și șalul alb îl purtai totdeauna la azica cea de față, atât vara cât și iarna. Trecea drept emblema ta de pintorie. Acum l-ai înfășurat în jurul meu. Fanfaron, am spus înainte ca fetele noastre reci, tremurătoare, să se întâlnească. A fost cel mai frumos In der verbleibenden Zeit holen wir jetzt noch kurz die ersten Seiten des Buchs vor, wo der Lateinlehrer Ulweg, jetzt wechselt die Musik, weil dieses Buch ist ein Johann Sebastian Bach Buch. Denn dieses Buch vorher ist ein Friedrich Chopin Buch. Es ist immer eine gute Idee, sich zu fragen, welche Musik zu einem Roman passt. Nachdem, das ist ein ganz anderer Rhythmus der Sprache jetzt als in diesem Buch. Rhythmus limbii se schimbă totalmente în comparație cu ritmul din romanul cu acordurile de piano. Der Tag, nachdem im Leben von Raimund Gregorius nichts mehr sein sollte wie zuvor, begann wie zahllose andere Tage. Er kam um 19:45 von der Bundesterrasse und betrat die Kirchenfeldbrücke, die vom Stadtkern hinüber zum Gymnasium führt. Das tat er an jedem Werktag der Schulzeit und es war immer 19:45. Als die Brücke einmal gesperrt war, machte er nachher im griechischen Unterricht einen Fehler. Das war vorher nie vorgekommen und es kam auch nachher nie mehr vor. Die ganze Schule sprach tagelang nur von diesem Fehler. Je länger die Diskussion darüber dauerte, desto zahlreicher wurden diejenigen, die ihn für einen Hörfehler hielten. Schließlich gewann diese Überzeugung auch bei den Schülern, die dabei gewesen waren, die Oberhand. Es war einfach nicht denkbar, dass Mundus, wie alle ihn nannten, im Griechischen, Lateinischen oder Hebräischen einen Fehler machte. Der ruhige Wind trieb tiefliegende Wolken über ihn hinweg, drehte seinen Schirm um und peitschte ihm den Regen ins Gesicht. Jetzt bemerkte er die Frau mitten auf der Brücke. Sie hatte die Ellbogen auf das Geländer gestützt und las im strömenden Regen, was wie ein Brief aussah. Sie musste das Blatt mit beiden Händen festhalten. Als Gregorius näher kam, verknüllte sie das Papier, plötzlich knetete es zu einer Kugel und warf die Kugel mit einer heftigen Bewegung in den Raum hinaus. Unwillkürlich war Gregorius schneller gegangen und war jetzt nur noch wenige Schritte von ihr entfernt. Er sah die Wut in ihrem bleichen, regennassen Gesicht. Es war keine Wut, die sich in lauten Worten würde entladen können, um dann zu verrauchen. Es war eine verbissene, nach innen gewandte Wut, die schon lange in ihr glimmen musste. Jetzt stützte sich die Frau mit gestreckten Armen auf das Geländer und ihre Fersen glitten aus den Schuhen. Gleich springt sie, dachte Gregorius. Er überließ den Schirm einem Windstoß, der ihn übers Brückengeländer hinaustrieb, warf seine Tasche voller Schulhefte zu Boden und stieß eine Reihe von lauten Flüchen aus, die nicht zu seinem gewohnten Wortschatz gehörten. Die Tasche ging auf und die Hefte glitten auf den nassen Asphalt. Die Frau drehte sich um. Für einige Augenblicke sah sie reglos zu, wie die Hefte vom Wasser dunkel wurden. Dann zog sie einen Filzstift aus der Manteltasche, machte zwei Schritte, bückte sich zu Gregorius hinunter und schrieb ihm eine Folge von Zahlen auf die Stirn. Entschuldigen Sie, sagte sie auf Französisch atemlos und mit fremdländischem Akzent, aber ich darf diese Telefonnummer nicht vergessen und habe kein Papier bei mir. Jetzt blickte sie auf ihre Hände, als sähe sie zum ersten Mal. Ich hätte natürlich auch... Und nun schrieb sie zwischen Gregorius Stirn und der Hand hin und her blickend die Nummer auf den Handrücken. Ich wollte sie nicht behalten, ich wollte alles vergessen. Aber als ich den Brief dann fahren sah, ich musste sie festhalten.
Der Regen auf den dicken Brillengläsern trübte Gregorius die Sicht und er tastete ungeschickt nach den nassen Heften. Wiederum so schien ihm, legte die Spitze des Filzstifts über seine Stirn. Doch dann merkte er, dass es jetzt der Finger der Frau war, die mit einem Taschentuch die Zahlen wegzuwischen versuchte. Es ist eine Zumutung, ich weiß. Und nun begann sie, Gregorius beim Aufsammeln der Hefte zu helfen. Er berührte ihre Hand und streifte ihr Knie. Und als sie sich beide nach dem letzten Heft streckten, stießen sie mit dem Kopf zusammen. Vielen Dank, sagte er, als sie sich gegenüberstanden. Er deutete auf ihren Kopf, tut es sehr weh. Abwesend, mit gesenktem Blick, schüttelte sie den Kopf. Der Regen prasselte auf ihr Haar und lief ihr übers Gesicht. Kann ich ein paar Schritte mit Ihnen gehen? Ja, sicher, stotterte Gregorius. Schweigend gingen sie zusammen bis zum Ende der Brücke und weiter in Richtung Schule. Das Zeitgefühl sagte Gregorius, dass es nach 8 war und die erste Stunde bereits begonnen hatte. Wie weit war ein paar Schritte? Die Frau hatte sich seinem Gang angepasst und trottete neben ihm her, als ging es den ganzen Tag so weiter. Sie hatte den breiten Kragen des Mannes so weit aufgestellt, dass Gregorius von der Seite nur ihre Stirn sah. Ich muss dort hinein ins Gymnasium, sagte er, und blieb stehen. Ich bin Lehrer. Kann ich mitkommen? Fragte sie leise. Gregorius zögerte und fuhr sich mit dem Ärmel über die nasse Brille. Jedenfalls ist es dort trocken, sagte er schließlich. Sie gingen die Stufen hoch, Gregorius hielt die Tür auf, und dann standen sie in der Halle, die besonders leer und still erschien, wenn die Stunden begonnen hatten. Ihre Mäntel tropften. Und dann geht das Drama weiter. Acea zi memorabilă dreptat spre gimnaziu. Parcurgea acest drum în fiecare zi călătoare a anului școlar și de fiecare dată la aceeași oră, 8 transfer. La un moment dat, când accesul pe curs fusese interzis, făcuse după aceea o greșeală la ora de limba dreaptă. Așa ceva nu se întâmplase încă niciodată până atunci și nici după aceea. Toată școala discutase zile întregi despre greșeală. Cât comentariile pe această temă luase rampoaie mai mare, cu atât crescuse însă și numărul acelor ce o considerau o iluzie auditivă. În cele din urmă, această convingere deveni preponderentă și în rândurile elevilor care fusese reprezenți la lecție. Căci, pur și simplu, era de neconceput ca Mundus, după cum îl numeau toți, să facă o cât de mică greșeală în limba greacă, latină sau ebraică. Grigorius privea înainte spre turnele ascuțite ale Muzeului de Istorie al orașului Berna, în sus spre Urcă și în jos spre râuri mari cu apa lui versuie ca o înghețată. Rafale de vânt mânau norul de mică altitudine, dându-i din când în când peste capul ăla, iar culoarea îi biciuia fața. Geanta se deschise, iar caietele aruncară afară pe asfaltul. Femeia se încoarse. Câteva clipări, privind înmărmurită cum caietele își schimbă culoarea din cauza apei. Apoi, luă în buzunarul mantalei o carioca, făcut doi pași spre Gregorius, se aplecă și scrise pe fruntea lui o serie de cifre. Scuzați-mă, spuse în limba franceză, cu respirația tăiată și un accent străin. Dar nu vreau să uit acest număr de telefon și n-am la mine niciun petic de hârtie. Deodată își privi mâinile de parcă le-ar fi observat de-abia acum. Firește, aș fi putut. Și apoi notă pe dosul mâinii numărul de telefon, uitându-se cum la fruntea lui Gregorius, când la mâna ei. N-am vrut să-l păstrez, am vrut să dau totul lui tării, dar când am văzut că scrisoarea dispare, jetzt haben wir uns gedacht, sollten Sie die Gelegenheit haben, wenn Sie das wollen, vielleicht auch Dinge zu fragen über die Bücher,
über das Schreiben, für mich, über das Übersetzen, was immer Sie mögen. Das müssen Sie natürlich nicht, aber was Sie das möchten, tun Sie das jetzt. Dacă cineva dorește să pună o întrebare legată de cărți, de autor, de creația lui, de maniera de a crea, de traducere, este liber să o facă. Ja, uns haben wir gefragt, das war eine besondere Lesung auch für uns. Yeah. Es ist nicht immer der Fall, dass wir eine Musik dabei haben. Nein, also das ist die Ausnahme. Ist akzeptiert. Eine Lesung mit Musik ist die Ausnahme. Die schönste, die ich habe. Sie hat gefragt, ob die musikalische Untermalung einer Lesung die Regel sei. Aha, deci dacă este o regulă ca lectura din cărți să fie totdeauna însoțită de un fond muzical. Nein, nu. Nu este. Im Entstehungsprozess eines Buches eine Rolle? Und da ist die Antwort ja, aber es ist kompliziert. Da, a doua întrebare, dacă muzica joacă un rol în creația unei cărți, răspunsul da, dar ea complică procesul. Herausfindet, was für ein Buch das sein soll, dann findet man auch heraus, was für eine Musik dazu gehört. Deci când se începe lucrarea la o carte, te gândești și ce muzică s-ar potrivi la această carte. Wenn ich möchte mich bei Alexander Milano und bei Ihnen herzlich bedanken für diesen bezaubernden literarischen Abend und auch für die Stimmung, die Sie zwischen uns geschaffen haben. Wir erwarten Sie mit den neuen Büchern auf. Dann darf ich auch sehr danken. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre hier. Ich bin jetzt in vielen Ländern gewesen und habe viele Lesungen gemacht und viele vergisst man gleich. Und diese in diesem Raum, nein, ich glaube nicht, dass ich die vergesse. In primul rând aș vrea eu să vă mulțumesc pentru atmosfera creată în această sală. Am parcurs multe țări, am ținut multe ore de lectură din propria de propriile cărți, însă de foarte multe le-am uitat. Cred însă că seara de astăzi nu o să o uit tocmai din cauza acestei atmosfere pe care le-ați creat-o. Inubiază! Und signieren. Und dann auch Bücher zu kaufen und dann selektionieren.